Also die Geschichte dieses Hauses ist, 2005 haben Freunde von mir dieses Haus gekauft. Es war in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand. Der ganze Hof war verwachsen. Es war ganz offensichtlich, über Jahrzehnte hat dieses Haus niemand mehr benutzt. Und sie wollten von mir wissen, ob man dieses Haus in irgendeiner Form so transformieren kann, dass man da zeitgemäß wohnen kann. Wir haben das Ganze dann untersucht. Das Haus war komplett eingerichtet. Also es waren die Kleider noch in den Kleiderschränken drin, die Betten waren bezogen, die Tischdecken waren auf den Tischen noch drauf, Bücher waren drin, Kinderspielsachen. Also das war so, 1969 ist dieses Haus verlassen worden, samt der Einrichtung. Und dann ist die Tür zugemacht worden und kein Mensch hat sich um dieses Haus mehr gekümmert. Hier waren bis zu 2 Meter hoch Brennnesseln. Du musst da gar nicht reinkommen, so verwachsen war das alles. Und die erstaunliche Entdeckung oder Wahrnehmung war, dass das Haus keine Schäden hatte. Ja, es waren keine Feuchtigkeitsschäden da, obwohl das Haus natürlich nichts hat, was einer modernen Bautechnik entspricht. Keine Gebäudeabdichtung, das Wasser konnte und die Feuchtigkeit konnte ungehindert hinein. Ja. Und auch die Innenrichtung, da gab es keinen Schimmel. Und das war erstaunlich, weil es ja doch Textilien hat sich gehandelt und um Papier hat es gehandelt. Und weder Schimmel noch einen modrigen Geruch war da zu entdecken. Und das hat mich damals, 2005, hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Lehmhäusern, schon sehr beeindruckt. Und habe halt dann diese Bausubstanz mir genau angeschaut. Das muss was mit dem Bauen zu tun haben. Weil dieses Haus hat sich von 1969 bis 2005 ganz offensichtlich selber erhalten. Und der Grund ist die Bauweise. Ne? Es ist durch und durch Lehm, das ist der Ersatz der Lehmbauweise. Das ist eben das, wo man aus dem eigenen Grund und Boden den Lehm abgebaut hat und damit Zweigen, Steinen und so weiter vermischt hat, aufgehäuft hat, bis zu einer Höhe von ungefähr 2,50 Meter und oben noch dann Ziegeln und dann ein Holzdach drauf, ne? Mhm. Ja, ein Holzdachstuhl drauf. Und zwar hat die Frage, wenn man das Ganze saniert und transformiert, dass man im System bleibt. Also ich habe dann versucht zu schauen, dass alle Materialien, die jetzt in dieses Haus neu hineinkommen, diesem System entsprechen. Und die müssen alle diffusionsoffen und kapillarleitfähig sein. Das heißt, ich musste auf alle synthetischen Baustoffe verzichten, weil die können das nicht. Also ich konnte mich ausschließlich auf Holz, Lehm und Stroh konzentrieren. Das heißt, oben am Dach ist eine Strohdämmung gemacht worden. Der Fußbodenaufbau ist auch diffusionsoffen. Und wenn wir weitergehen und da herfilmen zum Beispiel einmal, das entspricht ja jeder Bautechnik heute. Ne? Ein Sockel, der offen ist, wo man sogar sichtbare Fugen hat, ja, wenn man sich das anschaut, widerspricht natürlich jeder Bautechnik, die man heute kennt. Weil normalerweise ist hier mit Bitumen alles abgedichtet, damit ja keine Feuchtigkeit von draußen nach innen trennen kann. Hier hat man einen offenen Steinsockel mit offenen Fugen. Das heißt, da kann ich ja sogar meine Finger reinstecken. Die kommt da ziemlich weit rein. Das heißt, die Feuchtigkeit kann da ungehindert hinein überall. Ne? Und das war vorher schon so. Also haben wir gedacht, ich lasse es auch so. Ich dichte den Sockel nicht ab, obwohl mir jeder gesagt hat, du musst den Sockel abdichten. Aber das Kalkül war, wenn innen drin ein System ist, das mit dieser Feuchtigkeit was anfangen kann, dann kann es kein Problem sein. Und das System ist komplett aufgegangen. Also die Feuchtigkeit geht hinein und der Fußbodenaufbau drin ist so offen, dass das diffundieren kann und dann ist diese riesige Lehmmasse da, die die Feuchtigkeit wieder aufnimmt. Ja. Und das war eine erstaunliche Erkenntnis, muss ich sagen. Ne. Und wie gesagt, schaut auch immer der Sockel noch sehr schön aus. Ne. Wenn man sich jetzt mal diese Lehmwand anschaut, der Spritzwasserbereich geht ja bis daher, wenn es regnet. Ne, spritzt Wasser daher und spritzt bis 30 cm hoch. Ne. Das ist aber noch völlig in Ordnung da alles. Ne. Es gibt da ein paar Auswaschungen, ein paar kleine drin. Ne. Das ist in Wirklichkeit schon fast 13 Jahre, weil es war 2006, 2007 haben sie es bezogen. Ne? Das ist jetzt schon Langzeitbeobachtung. Ne? Und dann haben wir jetzt halt versucht, außen noch einen Lehmputz zu machen, weil die sind normalerweise ja gekalkt, diese Wände alle, mit weißem Kalk. Und zu schauen, was passiert, wenn man das unbehandelt lässt, also nur einfach den Lehmputz ohne eine Kalkfarbe. Wie gesagt, das ist die Ostseite. Wenn wir ein Stück weiter schauen, wie fatal es sein kann, wenn man mit Wasser einen Wassereintritt hat, sieht man hier,
da ist ein Schlauchanschluss. Und das ist schon fast 10 Jahre her, hat der Bauherr den Schlauch unter Volldruck an dem Schlauchanschluss lassen. Und der Schlauch ist weg, er war nicht da. Und über mehrere Stunden ist das Wasser hier rausgeronnen aus dem Wasserhahn und hat richtig ein Loch in die Wand dann gemacht. Ne? Also rinnendes Wasser ist natürlich für Lehm völlig untauglich und gefährlich. Aber diese Feuchtigkeit und das, was vom Regen hier an die Wand kommt, geht offensichtlich sehr, sehr gut. Ne? Aber es ist spannend, man hat einfach diese Wand im Innenhof, spürt sofort irgendwie den Lehm. Und die Eingriffe waren denkbar einfach. Also ich habe halt versucht, da waren, wo jetzt diese Terrassentüren hier sind, waren früher kleine Fenster. Das heißt, es ist nur das Parapet weggebrochen worden und damit die Öffnung vergrößert worden, um mehr Licht hereinzubringen. Diese ganzen Sturzkanten und Sturzkonstruktionen habe ich lassen, weil man ja nicht weiß, was passiert. Ne? Diese Mauerwerke sind ja nicht mehr nachvollziehbar, man weiß ja nicht, was drin ist. Das ist ja damals von Bauern gemacht worden, aus einem eigenen Aushub. Und wie sind die zusammengesetzt? Ne? Das heißt, wenn ich den Sturz wegnehme, kann es passieren, dass alles runterfliegt. Ne? Deswegen ist es besser, die Konstruktionsteile zu belassen und die Maßnahmen woanders zu finden. Und das Parapet tragt ja nichts, das war kein Problem. Und jetzt sind dann hier statt den Fenstern, da diesem kleinen Fenster, große Türen reingekommen, die natürlich ein Licht hineinbringen. Ne? Und hier hinten im Hof das war alles verbaut hier hinten. Ne? Da waren Stallungen noch und Plumpsklos und so weiter, das ist alles abgerissen worden. Und damit hat sich hier ein sehr schöner Innenhof ergeben. Und das Tolle an den Strukturen ist, es sind schmale Streckhöfe mit ungefähr 8 Meter Grundstücksbreite, was sehr, sehr wenig ist. Ja. Aber die haben natürlich einen großen Vorteil gegenüber den Einfamilienhäusern am Dorfrand, die da neu gebaut wurden, wo man halt neue Gebiete erschließt für Einfamilienhäuser, dass die eine ganz andere Intimität haben. Ne? Die haben hier kleine Höfe, die durch eine Mauer geschützt sind, die sind blickgeschützt. Ne? Und man hat da eigentlich eine viel, viel bessere Infrastruktur und eine Struktur zum Wohnen wie bei diesen Einfamilienhäusern, wo alle die Gärten ineinander übergehen. Also ich finde das auch von dem her sehr, sehr, sehr schön, abgesehen jetzt von der Bausubstanz. Ne? Und das Haus ist 1800, auch um die 1850, 60 herum gebaut worden, also auch sehr, sehr alt schon. Und was man hier sieht, ist die ganze Gebäudestruktur und die Gebäudesubstanz ist noch die gleiche wie damals. Ne? Das Fundament ist gleich, die Wände sind gleich, die Scheune steht noch. Und da hinein hat man jetzt halt neue Eingriffe gemacht, also größere Verglasungen, weil man eben versucht hat, oder ich versucht habe, das so zu transformieren, dass es wirklich auch zeitgemäß ist. Zeitgemäß heißt, dass man große offene Raumverbände hat, dass man viel Licht im Raum hat, dass man Sonneneintrag im Raum hat, dass man angenehmes Klima hat, gescheite Raumhöhen und so weiter. Und das ist alles hier entstanden und eigentlich hat das jetzt ein zweites Leben, ein neues Leben mit der ursprünglichen Substanz und das ist jetzt noch einmal für eine Generation gut. Ne? Das ist schon, und die Qualität ist unvergleichlich höher, wie wenn man das neu bauen würde, herkömmlich. Ne? Gehen wir rein. Vom Grund ist hier die alte Rauchkuchel, da sieht man hinten noch diesen Bogen, da war der Kupferkessel drin, der Kamin ist noch da. Und in diese alte Rauchkuchel ist das Badezimmer eingebaut worden. Und da schauen wir vielleicht ein interessantes Detail an. Das ist das hier, nämlich die Holzdusche. Das ist eine Dusche, die mit Holz funktioniert, mit unbehandelt. Das ist das erste Mal, dass ich das eingesetzt habe. Und die Idee war, weil es ist hinterlüftet, gibt oben einen Abstand, dass wenn man duscht, das wird natürlich ganz, ganz nass, wenn es eine Konvektion gibt, funktioniert die wie bei einer Fassade, wie bei einer Holzfassade. Und hinten ist der Lehm, der diese Feuchtigkeit aufnehmen kann, dass es funktioniert. Jetzt schaut euch mal diese Dusche an, 12 Jahre alt. Da sind ja kaum Spuren drauf. Ne? Denkt man sich, wie schaut das aus nach 12 Jahren, wenn man da duscht. Ne? Aber es ist wirklich. In der Zwischenzeit mache ich überall Holzduschen. Also bei all meinen Projekten mache ich Holzduschen. Mit Tannen ist es sehr oft gemacht.
Lerche geht natürlich auch, das ist Lerche hier. Aber das ist auch wieder was, was man nur machen kann, wenn man den Lehm dahinter hat. Wenn ich den Lehm dahinter nicht hätte, dann könnte man diese Konstruktion nicht machen, weil ich brauche irgendwas, was hinten die Feuchtigkeit schnell aufnimmt, ne? Die da hinten transportiert wird. Und der Lehm freut sich ja auch über jede Art von Feuchtigkeitszufuhr, die er bekommt. Ne? Und naja, wenn man da so einen Blick durchschaut, ist jetzt einfach ein zusammenhängender Raumverband da. Es waren früher natürlich lauter kleine, in sich geschlossene Räume mit kleinen Türen. Und der Boden, und das finde ich schon sehr erstaunlich, weil wir haben ja draußen den Sockel gesehen, der komplett offen ist. Also es gibt ja viel, viel Feuchtigkeit, die da reinkommt. Ne? Und wenn man sich den Boden anschaut, wie gesagt, das ist auch wieder 12 Jahre alt schon das Ganze. Ne? Da sind keine Fugen drin. Ne? Da müssten eigentlich jetzt normalerweise, wenn da viel Feuchtigkeit von unten ist, müsste der Boden permanent auf und zu gehen, ne? Wenn da viel Feuchtigkeit kommt. Und wenn man jetzt den Boden zum Beispiel versiegeln würde oder einölen würde, dann würde das nicht funktionieren. Dann würde die Feuchtigkeit stehen bleiben unter dem Öl oder unter dem Lack. Der Boden würde die Feuchtigkeit aufnehmen, würde quellen und dann würde sich zusammen sind, hätte man ein großes Fugenbild. Aber durch dieses Prinzip, immer alles diffusionsoffen und kapillarleitfähig zu halten, funktioniert das Ganze. Weil der ist nur geseift, das heißt die Diffusion über den ganzen Boden funktioniert und sie funktioniert auch über diese Randfugen. Das ist Seife einfach. Ja, so gibt der Boden Seife. Und das versiegelt den Boden nicht, sondern macht ihn halt nur, mit dem kann man ihn wieder reinigen. Ne? Aber Öl versiegelt den Boden? Oder Öl macht ihn zu dicht. Ja? Ich glaube, mit Öl wird das nicht funktionieren hier. Ja. Wachs natürlich versiegelt. Komplett. Ja. Aber ich glaube sogar, dass Öl zu viel wäre. Ja? Und hier sind offene Fugen. Die ganzen Ränder sind offene Fugen. Das heißt, überall an den Rändern kann auch die Diffusion stattfinden. Ne? Wenn man da Sockelleisten machen würde und das alles schließen würde, wäre es auch problematischer. Ne? Und was auch noch schön ist, ein Detail, diese Stürze hier zu verändern, wäre der Wahnsinn. Ne? Wenn ich den Sturz jetzt erhöhe, warum sage ich das? Weil ursprünglich, das sieht man da vielleicht sehr gut, ursprünglich war der Boden hier. Ne? Auf der Höhe. Das heißt, der Boden war um 20 cm weiter oben. Dadurch haben sich Türen ergeben von 1,80 m. Mein Bauherr ist aber 1,95 m groß. Das heißt, er braucht Türen, wo er sich den Kopf nicht anschlägt. Dann war die Überlegung, gut, wenn man hinauf nicht kann, weil das zu verändern, ist irrsinnig aufwendig und dann wird wahrscheinlich die ganze Wand hier runterkommen. Also lass das lassen, runter. Das heißt, die ganze Raumhöhe haben wir sich so genommen, dass wir nach unten gegangen sind. Also der ganze Boden ist abgegraben worden, da ist wieder ein Aufbau mit Schaumglasschotter und Polsterholz und das sind die dicke Dielen, 3 cm dicke Holzdielen sind das, die verschraubt sind. Ja. Da möchte ich auch noch dazu sagen, dass diese Dielen 3 cm dick sind, 20 cm breit sind und bis zu 5 m lang. Und die haben ja in sich schon Gefahr vom Verzug. Mhm. Und wie gerade das da sitzt, zeigt einfach, dass es hundertprozentig funktioniert mit dem System draußen. Und da ist jetzt halt der Boden dann nach unten gegangen, damit man dann wieder diese Durchgangshöhe zusammenbringt, damit man hier normale Durchgangshöhen hat. Holz hat man, dann hat man die Polsterhölzer, 10 cm, so wie man es früher auch gemacht hat, damit man den Boden anschrauben kann. Und dann dazwischen ist Perlit, das ist so ein vulkanisiertes, aufgeschäumtes Material. Das ist wasserunempfindlich. Aber es ist rein natürliches Material, es ist Vulkangestein, das aufgeschäumt wird. Ne? Und dann Schaumglasschotter wieder. Für die, als Abdicht, also als Dämmung. Ne? Mhm. Und oben drauf Lehmschlag und dann Strohdämmung. Lehmschlag. Also oben auf der Decke ist Lehmschlag, oben drauf auf der Schalung und dann 35 cm Strohdämmung drauf. Speziell verdichtete Strohballen halt. Ne? Ja, das hat ein Zimmer, einfach plötzlich durch zwei so Türen, die ersetzt wurden, also wo die Fenster durch Türen ersetzt wurden, plötzlich einfach eine Qualität, die zeitgemäß ist. Ja. Das ist ein total simpler Eingriff. Ne.
Das war eben die Maßnahme, einfach hier aus diesen Fenstern Türen zu machen. Und den Bereich da vorne habe ich dann weggenommen. Das ist die Verglasung vorne, diese Verglasung hier. Da sieht man die Wand, wie sie wirklich relativ roh ist. Da haben wir ganze Putz haben wir draußen weggenommen und eben diesen neuen Lehmputz dann außen drauf gegeben. Ne? Der Raum, das waren Werkstätten und da war die Decke schon ziemlich, die war einfach marode und nicht mehr und vor allem nicht schön. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Decke da weg, weil dieser Raum, das war eben, was ich vorher gesagt habe, man braucht große Raumverbände. Man will einen großzügigen Raum haben, man will einen Wohnraum haben, wo man kochen und essen kann, wo man sich mit Leuten treffen kann, wo man einen Blick in den Garten hat, wenn man da hinausschaut, wo man sagt, man hat den unmittelbaren, die unmittelbare Verbindung mit dem Garten, der Garten und der Boden, das geht ja da praktisch über ineinander. Und das funktioniert. Also die Decke habe ich neu gemacht. Ich habe da versucht, die Raumhöhe noch einmal zu erhöhen, indem man diese Lamellendecke da hier eingesetzt habe, damit es optisch noch mal höher, so ähnlich wie es bei mir oben auch war. Und dann hier diese Eckverglasung hineingebaut. Ja. Und da ist es jetzt halt statisch ganz, ganz schwierig, das in den Griff zu bekommen, weil das kann ja niemand berechnen, diese Wände. Statik hat gesagt, was soll ich hier berechnen? Ich habe keine Ahnung, wie die Wand aufgebaut ist, weil ich ihn gefragt habe, wie schaut das mit diesen Auflagern aus, wenn ich was auflagern will. Gut, da gab es keine Antwort, weil er die nicht geben konnte, weil er nicht weiß, wie die Wand aufgebaut ist. Also man muss sich halt das selber ein bisschen aneignen und diese Wände funktionieren auf Schwerkraft. Also diese gestampften Lehmwände, die sind an die 60 cm dick, diese Wände, die können überhaupt keine Biegebelastung übernehmen. Das funktioniert nicht, sondern alles nur auf Druck. Das heißt, ich muss schauen, dass alles, was auf dieses Gebäude kommt, ausschließlich auf Druck und auf Schwerkraft beruht. Das heißt, deswegen sind die Überlager da oben, wenn man sich da anschaut. Normalerweise hat man ein Auflager, das so breit ist und da ist es jetzt 50 cm breit, damit es wirklich auf die Fläche hier verteilt wird und nicht vorne im vordersten Bereich plötzlich Biegebelastungen auftreten. Deswegen wird das auf eine größere Fläche verteilt und damit wird das abgeleitet auf diese ganze Fläche und das kann die Wand locker aufnehmen. Und dasselbe ist mit diesen Konstruktionen, die da oben sind. Und dann kann man auch in so einem Lehmhaus so große Öffnungen mit einer Eckverglasung hineinbauen und so. Das ist, hat alles einen sehr zeitgemäßen, modernen Wohncharakter hier drin. Und das Haus ist ab 1850 alt und unter ärmlichsten Bedingungen aufgebaut worden. Die Leute haben sich geschämt für diese Häuser damals. Weil die haben gesagt, die haben sich wirklich schlecht gefühlt, dass sie Häuser aus der Erde bauen müssen. Ne? Und heute, 150 Jahre später, haben wir da eine Bausubstanz, die derartig hohe Qualität hat, die kann man heute gar nicht bauen. Das wäre unfinanzierbar, so ein Haus zu bauen. Geht nicht mehr. Von diesen Häusern gibt es so viele noch im Weinviertel. 80% der Dorfstruktur, der alten Dorfstruktur, sind Häuser, die in dieser Bauart gemacht worden sind. Mhm. Also das ist ein Potenzial, das ist riesig. Ne? Mhm. Und also hast du das, die Wände noch irgendwie gedämmt? Oder? Nein, weil die haben sehr hohe Speichermasse, sind 60 cm dicke Wände. Mhm. Was soll ich da dämmen? Mhm. Wenn ich es nach außen dämme, verliere ich die Speichermasse aus, aber wenn ich es innen dämme, ist es sowieso blöd, weil dann die Speichermasse innen drin weg ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn man diese Wände sich anschaut, gibt es Berechnungen, die haben ungefähr einen U-Wert von 1,1, von 0,9 bis 1,1. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Natürlich ist es weit weg von dem, was gefordert wird. Aber nachdem es sich hier um Sanierungen und um Bestandsumbauten handelt, muss man das natürlich auch anders bewerten. Also wichtig ist einfach, dass der Boden und die Decke gut gedämmt sind, weil dort wird am allermeisten verloren und dass die Fenster gut sind, klarerweise. Und über die Wände geht wenig weg. Ja. Ich habe hier über 5 Jahre, ich habe Messinstrumente hier eingesetzt, ich habe im Boden und auch im Raum über 5 Jahre Temperatur und Feuchtigkeit gemessen an unterschiedlichsten Stellen. Und im Winter,
da war niemand hier, also von November bis April war das Haus zu. Und da gab es Nächte, wo es bis zu minus 20 Grad hatte. Und das war ein ziemlich kalter Winter. Und die tiefste Temperatur, die da jemals im Haus herein war, war minus 1 Grad. Mhm. Weiter runter ist es nicht gegangen. Ne? Also es hat, das war nur, weil es minus 20 Grad hatte. Normalerweise hat es hier überhaupt keine Minustemperaturen. Das heißt, es reicht schon ein bisschen Solareintrag. Den habe ich ja hier durch die große Glasfassade, um das Gebäude ein bisschen zu erwärmen. Und dann speichert es derartig lang die Wärme, dass es über den Winter nicht weggeht. Ne? Das haben die Messungen über 5 Jahre gezeigt. Also es wäre völlig sinnlos, das zu dämmen. Ne? Würde man die Struktur wieder einsperren. Und auch die Qualität, diese extreme Pufferung, die diese dicken Elemente haben, die wäre dann weg wieder. Ne? Und würde das bei allen Häusern gehen, dass man unten wegnimmt und nach unten? Man muss das Fundament anschauen. Es kommt immer darauf an, wie tief die Fundierung ist von den Wänden. Wenn die Fundierung sehr, sehr wenig ist, dann geht es nicht. Ne? Weil ich kann ja nicht unter das Fundament gehen. Ich kann bis zum Fundament Unterkante gehen, aber ich darf nicht tiefer gehen. Und das war hier der Fall, dass es genug Fundament noch hatte. Und drüben in dem anderen Haus, wo jetzt Baustelle ist, die sind alle baugleich. Die Gasse besteht aus, ich glaube, 10 oder 12 Häusern und die schauen alle gleich aus. Der Grundriss ist gleich, die Größe ist gleich, die Position der Räume ist gleich. In der Scheibe sieht man es dann noch sehr gut. Sehr schön. So ist diese Wand aufgebaut. Ne? Das heißt, du siehst da Zweige drin, Steine drin. Ja? Und das andere ist einfach Lehm. Es ist der Lehm, den wir vorher in dieser Lehmgrube oben uns angeschaut haben. Die hatten genau dasselbe zur Verfügung, 1850, wie der Lehm, der da oben ist, weil der ist schon ein paar Millionen Jahre alt, dieser Lehm. Ne? Und den haben sie genommen, vermischt mit eben diesen ganzen Zweigen, die sind zur Armierung drin, ne? Dann mit Steinen, Sand ist drin, zum Teil ist auch dann, sind tierische Fasern drin und tierische Exkremente drin, also von den Pferden oder von Kühen, der Dung, weil der das sehr stark bindet, das Material. Ne? Und das Ganze ist dann vermischt worden, und das haben die alles händisch machen müssen natürlich. Und dann haben sie es mit Mistgabeln haben sie es aufgehäuft. Das ist einfach mit Mistgabeln aufgehäuft worden und dann mit einem Spaten abgestochen worden. Ne? Wirklich, das ist die primitivste Art des Bauens, die ich eigentlich kenne. Ja? Und in den Ecken drin sieht man da zum Beispiel diesen Zweig da. Ne? Da sind so wittige Zweige drin. Da haben sie die Ecken armiert mit Zweigen von Sträuchern. Ne, um die Ecken in den Griff zu kriegen. Ne. So. Aber da sieht man es wirklich schön, wie das aufgebaut ist. Ne. Und so sind die alle gebaut. Also sind, und nur ganz oben, beim Gsims, oben, da haben sie dann entweder gebrannte Steine oder ungebrannte Lehmsteine genommen, ne, um die Mauerbank aufzulegen. Ne. Und zum Teil haben sie es dann da, wo was kaputt war, haben später mit Quaderstöcken das dann ergänzt. Ne. Da ist offensichtlich einmal ein Schaden gewesen da oben. Und das haben sie dann mit Quaderstöcken ergänzt. Aber das ist die originale Wand da. Ne? Und das ist kein Wählerlehm. Doch, Wählerlehm ist das. Das ist Wählerlehm. Ja, genau, das ist Wählerlehm. Das heißt in Niederösterreich gesatzte Lehmbauweise und in Deutschland heißt es Wählerlehm. Genau. Okay. Und unten eben die Granitsteine. Ne? Granitsteine bis zu einer gewissen Höhe. Ungefähr 30, 40 cm über dem Boden. Und dann die Wand drauf. Ne? So ist das aufgebaut worden. Okay, spannend. Das heute funktioniert, dass das irgendwie, wenn man sowas jetzt heute bauen würde, würde das irgendwie abgenommen werden? Also nein, es wird nicht funktionieren, weil mit dieser Wand bekommst du die U-Werte nicht zusammen, die geforderten. Du müsstest das in irgendeiner Form dämmen. Das ist ja auch das Problem von Stampflehmwänden.
Der Stampflehmwand ist ja ähnlich, von der Konsistenz wird anders aufgebaut, aber es ist ja auch eine massive Wand, so wie hier, monolithische massive Wand. Aber die bekommen dann Urwerte auch nicht zusammen. Ne? Aber wenn man zum Beispiel die graue Energie oder wie das heißt berechnet, dass das Aufwand, Transport und so, diese ganzen Geschichten. Ja gut, ökologisch betrachtet ist natürlich eine hervorragende Wand, aber es ändert nichts dran. Ich glaube, es im Vergleich, zumindest lässt das Gesetz nicht zu, es ist gegenzurechnen, zu sagen, ich brauche ein bisschen mehr Heizmaterial, weil ich eine schlechte Wand habe, dafür habe ich keine graue Energie. Das sieht der Gesetzgeber im Moment noch nicht vor, vielleicht kommt das noch. Ja? Aber im Moment würde man so eine Wand nicht bauen können. Ne? Zumindest nicht für eine reguläre Wohnung oder für einen regulären Aufenthaltsraum wird es nicht gehen. Ne? Es gibt natürlich schon in der Zwischenzeit auch Weiterentwicklungen über der Stampflehmwand, dass man zum Beispiel Kerndämmungen macht, dass man zwischen zwei Schichten in der Mitte drin mit Schaumglasschotter zum Beispiel Kerndämmungen macht, also da gibt es natürlich schon Ideen, aber das ist alles wahnsinnsaufwendig. Das ist ja unbezahlbar, so eine Wand, selbst wenn man sie bauen dürfte oder es einfach tut, dann ist es ja kaum finanzierbar. Das ist ein irrsinniger Aufwand an Arbeitsleistung, also es wird wahrscheinlich 3 bis 5 Mal so viel kosten wie ein herkömmliches Holzhaus. Ne? Deswegen ist ja das so toll, dass die Substanz einfach da ist. Ich brauche sie nur nutzen. Ich kann das heute gar nicht mehr bauen. Ne? Und das ist das Fantastische an diesen Häusern. Deswegen, und das, dieses Haus hat in dem Ort sehr viel Resonanz gefunden. Ja, es sind dann auch dann, es gab Radiosendungen über dieses Haus und sehr viele Zeitungsartikel darüber. Das hat dann die Leute schon noch einmal stärker draufgebracht, zu schauen, was da hier gemacht wurde. Und ich habe auch einen Vortrag gehalten, die Gemeinde eingeladen und das vorgestellt und so. Und das hat die Wertigkeit der Häuser in dieser Gemeinde enorm nach oben getan. Weil früher hat man diese alten Lehmhäuser, die haben ganz schlechte Wertigkeit gehabt. Die Leute waren froh, wenn jemand um 5.000 oder 10.000 Euro die Häuser gekauft hat. Heute kannst du die nicht mehr kaufen. Das ist fast unmöglich. Ja. Also das hat sich total geändert. Und das finde ich auch toll, dass das der Ort wie dass sich bewusst wird, was sie eigentlich haben. Was haben sie für einen kulturellen Schatz eigentlich in Wirklichkeit, den man nutzen kann. Ne? Und das hat auch dahingehend einen positiven Effekt gehabt, dieses Projekt. Ja. Das Spannungsfeld zwischen dem Alten und dem Neuen ist irrsinnig gut. Ja? Das heißt, die alten Wände, diese buckelten Wände einfach zu lassen und da haben halt dann Risse und kleine Schrammen drin und Unebenheiten drin. Und dazu halt dann neue Sachen zu machen, die sehr gerade und sehr, sehr klar sind. Also dieses Spannungsfeld finde ich auch sehr, sehr interessant. Ne? Man kann einfach da zum Beispiel, macht man da eine gerade Linie, hat man einen Abschluss von der Küchenarbeitsplatte und hinten ist einfach frei. Ne? Ja, was soll ich da an der Wand entlang das nachschneiden oder so, das wäre ja komisch. Ne? Aber so hat man einen schönen Unterschied, eine schöne Spannung zwischen Alt und Neu. Ne? Weil letztendlich sollte es ja auch noch leben, das alte Haus. Es hat ja auch eine Geschichte. Und das hat ja auch irgendwo, sollte man die auch noch spüren, diese Geschichte, finde ich. Und die spürt man da überall. Also jeder, wenn man auf die Wand schaut, allein wenn man da her schaut und diese Buchten. So was würde ich heute nie machen. Ne? Ich würde nie sowas herstellen. Sowas. Ne? Aber es macht auch überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu begradigen. Ne? Weil das ist Teil der Geschichte, das ist Teil des Hauses. Ne? Sehr interessant. Ne?